klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Mein persönlicher Gebets-TÜV. Wie hat das ausgeschaut in meinem Leben? Da kann es natürlich sein, ihr denkt, wenn der hier so predigt, dann muss der Matthias ein absolutes Vorbild in dem sein, was er selbst hier von sich gibt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe in meinem Christenleben durch die Jahrzehnte hindurch habe ich mir selbst oftmals Wüstenstrecken, Durststrecken bereitet in geistlicher Hinsicht, weil ich meine Kontaktierung mit Gott vernachlässigt habe. Das liegt im Bereich meiner Menschlichkeit, meiner Möglichkeiten. Das kann ich von Moment zu Moment, von Tag zu Tag. Wie lebe ich mein Gebetsleben? Und wenn ich dann sehe, ich habe eigentlich von Haus aus eine Gnade bekommen, dass ich gerne arbeite. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Arbeiten, zeitliche Arbeit. Und ich kann in Arbeit, die mir dann womöglich auch noch viel Freude bereitet, so man stellt etwas her, es gelingt etwas, da kann ich darin aufgehen. Oh, das macht Spaß, dass ich beinahe vergesse zu essen oder zu ruhen, sondern ich will da weiter arbeiten an der Sache. Das ist schön, das befriedigt mich, weil es ist im natürlichen Bereich, da erlebe ich dann etwas, was mir Genugtuung gibt. Und genau das kann aber in der Überbetonung die geistliche Arbeit erwürgen, erdrosseln, nichts mehr, ich habe keine Zeit, oh, ich muss lieber an meiner Arbeit, ich würde zigmal lieber nach meinem Wesen, nach meiner Menschlichkeit, zigmal lieber natürliche Sachen treiben, als wie mich intensiv um Geistliches zu kümmern. Das liegt in meinem Wesen. Und gut, wir lesen ja in der Bibel, geh hin zur Ameise, du Fauler. Es wird in der Bibel betont, Fleiß ist eine positive Tugend. Aber jede Übergewichtung für das Natürliche bringt automatisch eine Unterernährung, eine geistliche Light-Version. Es wird immer leichter, es wird immer oberflächlicher. Es ist nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Schade. Schade, aber es bereite ich mir selber. Und dann sehe ich in den Zeitabschnitten in meinem persönlichen Leben, wo ich das so gehandhabt habe, Verwahrlosung meines stabilen, beständigen Gebetslebens. Was geschah mit mir? Ja, ich konnte weiter existieren. Ich habe mein Leben geführt. Das ging auch lange Zeitabschnitte in meinem Christenleben, wohlgemerkt. Das kann man, das geht, das funktioniert, du lebst noch. Aber du brauchst dann irgendwelche Ersatzbefriedigungen, Ersatzfreuden, weil diese tiefe Freude und Befriedigung, die mir nur mein Gott verabreicht, die habe ich vernachlässigt, die fehlte. Aber irgendwas braucht der Mensch, um einigermaßen ein Glücksgefühl zu haben, eine Befriedigung zu haben, ist doch klar. Und da habe ich diesen typischen Fehler gemacht von dem falschen Frieden, von dem Scheinfrieden, wo Zisternen gebaut werden. Und davon redet die Bibel auch. Staunet ob solchem ihr Himmel und schaudert, entsetzt euch sehr, spricht der Herr. Jetzt kommt etwas Erstaunliches, jetzt kommt etwas, was Entsetzen, ich möchte sagen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist bereitet ein Entsetzen der Möglichkeit, die es gibt. Und hier, es geht weiter, staunet, schaudert, entsetzt euch,
Denn mein Volk hat eine zwiefache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Doch nicht nur das, sondern auch, um sich Zisternen zu graben, löcherige Zisternen, die kein Wasser halten. Meine zeitlichen, natürlichen Scheinbefriedigungen sind so etwas von löchrig. Das hält eine witzige kleine Zeit. Ach ja, nett, ha, ha, hi, hi. Dein Angesicht lächelt und dein Herz ist trostlos, friedlos. Es ist nicht wahrhaftig mit Gott erfüllt. Und ist denn Israel ein Knecht oder ein Leibeigener? Warum ist es zur Beute geworden? Und so ist es mir ergangen. In dieser Zeit bin ich vollautomatisch eine leichte Beute für mein altes Wesen geworden. Ja, ist denn Israel ein Sklave? Ich wurde damit zum Sklaven wieder meines Naturells. Meine natürliche Wesensart hat mich überherrscht. Aber es liegt an mir. Und diese tagtägliche Erneuerung des inwendigen Menschen, die notwendig ist, die mich zutiefst beglückt, die habe ich auf Seite geschoben. Da war da nichts mehr vorhanden. Ja, die Gotteswirklichkeit, dass Gott Tatsache ist, wurde immer weiter weg, immer weiter weg. Das allgemeine Wissen war ja nach wie vor vorhanden. Jesus ist mein Heiland. Er hat für mich alles gesühnt am Kreuz auf Golgatha. Wunderbar. Aber seine Wirklichkeit in der tagtäglichen Anwendung meines Erdenlebens war versiegt, verschwunden. Da war kein Feuer mehr. Ja, und dann die Anforderung, für was dann noch beten? Oh nein, nur Hinderung, ein Wegwenden und dann die Beschäftigung mit dem Aufbau all dieser komischen, vielseitigen Zisternen, die schlussendlich eine solche Enttäuschung beinhalten. Grauenvoll.